Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Test, Free-to-Play-Test sogar. Ich habe mir ein Spiel ausgesucht, weil beim Menü, da fürchtet es mich schon, Passing Pineview Forest. Kostenloses Spiel auf Steam, Horror. Ich lese mir kurz die Beschreibung vor. Follow the path through Pineview Forest until the end, but be quiet, otherwise it will take you. Good luck. Oh, da steht's auch nochmal auf Deutsch. Okay, ja, wie ihr vielleicht merkt, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Hab mal kurz die Einstellung angepasst, viel gibt's da nicht. Und ich glaube, ich lege jetzt einfach mal los und bin mal gespannt, was mich da erwartet. Ja, viel Spaß. Okay, die Maus ist ziemlich empfindlich, aber das schadet ja nicht, dann seht ihr vielleicht meine Angst viel schneller. Gibt's irgendwie Taschenlampe oder so? Meinst, hüpfen? Okay, hüpfen geht. Hüpfen ist schon mal gut. Vielleicht mit F? Ah, natürlich mit F. Okay, ich muss mal kurz die Maus ein bisschen runterstellen. Okay, nee, zu langsam. So, jetzt. Gut. In welche Richtung bin ich nochmal gestartet? Ich glaube in diese. Schon verlaufen. Okay. Ich muss ganz leise sein. Oh. Rennen kann man auch. Von da bin ich gekommen, ne? Okay. Ja. Uhu. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mich erwartet. Es heißt, man soll ruhig sein, sonst erwischt es einen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich muss nochmal darauf hinweisen. Vor dem Spielstart kam eine Warnung. Schwangere Leute und Leute mit Herzproblemen sollten das Spiel nicht spielen. Und dementsprechend natürlich dann auch nicht hier zuschauen. Also, muss ich euch warnen, wenn ihr schwanger seid, schaut nicht zu. Und wenn ihr Herzprobleme habt, auch nicht. Was ist denn das für ein Licht da? Da leuchtet jetzt auch so. War da jetzt ein Licht? Nee. Ihr habt vielleicht von mir Vanishing of Ethan Carter gesehen. Das war ja kaum mal wirklicher Horror. Da war ich schon ziemlich angespannt, obwohl das eigentlich überhaupt nicht wirklich Horror ist. Und jetzt spiele ich hier ein richtiges Horrorspiel. Obwohl ich eigentlich immer gedacht habe, Horrorspiele sind nichts für mich. Aber es hat mich jetzt doch irgendwie gereizt. Und da es kostenlos war, habe ich es einfach mal installiert und gedacht, ich nehme das Ganze mal auf. Vielleicht wird es ja interessant. Und ich glaube schon, dass es interessant wird. Der Weg schaut ziemlich langweilig aus. Ja. Sieht alles ziemlich gleich aus. Ich laufe doch in die richtige Richtung, oder? Muss mal kurz den Sound ein bisschen höher drehen. Dass ich die Musik auch gut höre. Oh, ich glaube, ich drehe lieber wieder runter. Okay. Oh. Ich höre rascheln. Tja. Gut. Wir laufen jetzt noch ein paar Minuten da lang. Dann ist das Spiel aus und ich habe gewonnen. Schön wär's. Ich höre doch da was. Komisch. Oh, die Musik, die ist packend. Okay, ich gehe mal weiter. Gibt es sonst noch irgendwas außer Taschenlampe? Kann ich noch irgendwas machen? Nee, ne? Brauche ich auch nicht mehr eigentlich. Es geht ja hier nur darum, sich zu gruseln. Oh, was ist das? Sind das Wolken oder der Mond, der durchschimmert? Ich höre was hinter mir, aber ich will mich irgendwie nicht umdrehen, auch wenn es nur ein... Was
Soll ich mich jetzt wirklich umdrehen? Ich höre was hinter mir. Okay, nichts. Gut. Oh, da ist doch irgendwo eine Kirche und irgendwelche Schritte. Tja. Ansonsten ist hier nichts. Ziemlich. Ja gut, langweilig will ich jetzt nicht sagen. Okay. Ich kann mich jetzt für den Weg entscheiden. Ich glaube, wahrscheinlich ist es sowieso der gleiche. Ich gehe mal links rum. Und bestimmt hätte ich rechts rumgehen sollen. Oh, ein Haus. Schön. Will ich da rein? Ein Brunnen, okay. Oh, die Tür ist offen. Ich schaue mir erstmal ein Brunnen. Ah, da ist noch ein Haus. Ja, das ist der gleiche Weg wahrscheinlich hier. Ja, toll. Hä? Was ist denn das für ein Brunnen? Wie soll man da Wasser schöpfen? Oder ist das alles zugewachsen hier? Oh, Schaukel. Na gut, ich schau mal in das Haus. Na komm, jetzt lauf doch ein bisschen schneller hier. Na toll, das ist, warum muss man auch nachts in den Wald? Kann man nicht da tagsüber auch rein? Jetzt komme ich hier irgendwie nicht. Na doch jetzt. Hallo? Ist hier jemand zu Hause? Keine? Ich habe irgendwie keine Lust, mich jetzt wieder umzudrehen. Na gut. Hä? Grüner Schleim? Okay. Ich gehe mal nach oben. Na, jetzt hänge ich hier schon wieder. Komm, so. Wieso kann man eigentlich springen? Gibt es hier einen Grund, irgendwo zu springen? Ah, vielleicht. Ja, über die Treppe. Kuckuck. Ja, wer? Was ist denn. Hä, was sind das für Dimensionen eigentlich? Bin ich so klein oder ist das Klo und die Badewanne so groß? Wobei die Badewanne. Das Klo ist so groß wie die halbe Badewanne. Okay, in dem Haus war jetzt nichts. Weiß nicht, ob ich da noch ins andere gehen soll. Hier geht's raus, ne? Ja. Okay. Da ist nichts dazugekommen hier draußen. Keine bösen Geister oder so. Habe ich gerade die Schaukel schaukeln gehört? Ja, die Schaukel, die schaukelt. Ohne Axt. Kann ich die nehmen? Nee. Was ist denn jetzt schon wieder? Die Musik, ey. Ich mach einen Neffe. Hä? In dem Weichen? Ja. Gut. Nachdem in dem anderen Haus nichts war, habe ich irgendwie das Gefühl, dass mich hier irgendwas erwartet. Wieso stehen hier eigentlich einfach so leere Häuser rum? Ist ja wie in Long Dark. Nur, dass man da was looten konnte. Ich glaube, ich werde hier nicht so lange überleben wie in Long Dark. So. Übrigens immer noch eins meiner Lieblingsspiele, The Long Dark. Möchte ich noch was sagen, habe ich auch mal gespielt. Hallo. Na toll. Kann ich überhaupt. Kinderbett, natürlich, Kinderbett. Was wäre ein Horrorspiel ohne ein Kinderbett oder irgendwelche Kindersachen wie hier draußen, die Schaukeln und so. Wahrscheinlich spucken jetzt auch noch die Kinder rum. Da geht's raus, ne? Ja. So. Gut. Die bauen hier ganz schön Spannung auf, muss ich schon sagen. So, von da komme ich. Habe ich da noch irgendwas zu gucken? Nee, ne? Gut, dann gehe ich jetzt mal. Was ist denn hier? Oh, da ist noch ein Vogelhäuschen. Kuckuck. Kuckuck. Jetzt laufe ich hier schon fast 10 Minuten rum und ist noch nichts passiert.
Vom Weg runter kann man, glaube ich, auch nicht. Ich laufe mal weiter. Ich habe das Gefühl, die Häuser sind nur da, dazu da, um einem Sicherheit zu vermitteln, dass hier alles ganz ruhig und alles in Ordnung ist. Und irgendwann dann dreht man sich um und dann hat es eine. Ich weiß auch nicht, ob man das Spiel durchspielen kann oder ob es dann wirklich nur darum geht, sich schocken zu lassen. Und ob man das auch irgendwie bestehen muss, wie zum Beispiel Slender oder so, dass man diese ganzen Sachen sammelt. Ob man das hier auch irgendwie durchspielen kann. Oder ob es einfach nur um den Schrecken geht, den man dann bekommt, wenn man erwischt wird. Ich weiß auch nicht, wie lang dieser Weg geht. Deswegen laufe ich jetzt auch schon ein bisschen schneller. Keine Ahnung, was mich jetzt da erwartet. Okay. War bestimmt viel Arbeit, das zu programmieren. Jetzt kann ich mich wieder entscheiden. Oder besser gesagt, ich muss mich entscheiden. Ich drehe mich jetzt nochmal um. Okay. Ich dachte schon, ich habe was gehört. Kann aber auch sein, dass es im Hintergrund ich gehört habe jetzt. Wo ich das Headset auf habe. Natürlich mit Headset spiele ich. Das ist natürlich noch schlauer. Wo man alle Geräusche noch viel besser wahrnimmt. Was ist das? Tut mir schon ein bisschen leid, dass hier jetzt nichts passiert, aber bei mir geht die Pumpe schon. Ja, eine Kirche. Eine geschlossene Kirche. Und wieder ein Brunnen oder so? Ist das diesmal ein richtiger Brunnen? Sieht man nicht. Okay, ich tue es einfach mal so, als würde ich da reingehen. Ich kann da gar nicht. Was? Ich kann da gar nicht reingehen. Okay. Und jetzt. Die Steuerung ist schon ein bisschen hakelig. Also läuft. Ich drücke jetzt einfach nur nach links und der läuft irgendwie. Kommt es mir so vor, als würde er so komisch laufen. Na gut, also da komme ich nicht rein. Das ist anscheinend nur zur Schau. Gut, dann gehe ich eben weiter. Was war das für ein Nachlader? Ich könnte auch mal die Taschenlampe ausmachen. Vielleicht ist da noch gruseliger. Nee, finde ich irgendwie nicht. Irgendwie finde ich es mit Taschenlampe gruseliger. Deswegen mache ich sie auch aus. Nein, das ist natürlich an. Wollen ja was sehen. Ich weiß ja auch nicht, wie das dann ist, wenn das Video hochgeladen ist. YouTube macht natürlich auch alles noch ein bisschen dunkler. Was ist das denn? Ist das der Zwergenkönig oder so? Ich will mich jetzt irgendwie wieder nicht umdrehen. Jetzt ist aber was hinter mir, oder? Nee. Das, die Geräusche, die verarschen schon. Okay, der Zwergenkönig. Boah! Ach du Scheiße. Boah! Krass. Boah, das hat gerade meinen ganzen Körper durchzuckt. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch war, aber... Hä? Es ist irgendwie überhaupt nichts passiert? Habe ich jetzt verloren oder habe ich gewonnen oder... War ich zu laut? Boah, also das habe ich gerade echt am ganzen Körper, vor allem in den Armen, gespürt irgendwie, wie es mich durchzuckt hat. Jetzt kann ich verstehen, warum das keine Leute mit Herzkrankheiten spielen sollten. Warum Schwangere nicht spielen sollten, weiß ich nicht. Ja, vielleicht bekommen sie sonst eine spontane Geburt oder so. Wenn sie erschrecken. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt auffassen soll. Ich habe mich auch nicht viel über das Spiel informiert, ob das jemand jetzt durchgespielt hat oder so. Ich habe es jetzt nicht mal eine Viertelstunde gespielt. Wir haben den Zwergenkönig noch gesehen und ich habe was hinter mir gehört, habe mich umgedreht, wieder umgedreht und noch kurz mal geschaut und auf einmal kamen diese Hände, so weiße Hände. Ich finde es ein bisschen schade, dass man kein Gesicht oder so gesehen hat, wie ich es jetzt erwartet hätte. Man hat nur so zwei Hände gesehen. Aber trotzdem hat mich das total durchzuckt und auch dieses Geräusch. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn man nur zuschaut oder wenn man da mit dem Monitor Sound hört oder so. Und nicht mit Headset, aber das hat mich jetzt schon ziemlich gepackt.
Ja, es ist kostenlos. Schaut es euch selbst mal an. Würde mich wirklich interessieren, wie weit ihr da kommt. Habe ich es jetzt geschafft oder habe ich es nicht geschafft? Folgt dem Weg durch den Pineview Forest, aber verhalte dich ruhig. Ja, das war hier eigentlich. Ich habe hier eigentlich keine Laut. Gut, ich bin viel gerannt, aber dann hätte es mich ja schon eher erwischen können, nicht erst beim Zweigenkönig. Ansonsten würde es dich kriegen. Viel Glück. Ja. Ich werde mich jetzt danach nochmal informieren, ob man das durchspielen kann oder nicht. Aber wie gesagt, schaut es euch selbst mal an, macht euch ein Bild. Ich weiß nicht, ob es an derselben Stelle euch dann erwischen wird. Das könnt ihr mir dann sagen. Und ja, schreibt in die Kommentare, ob euch das gefällt. So ein paar kostenlose Spieltests wieder. Manchmal ist vielleicht was dabei, was nicht so interessant ist für den einen. Jetzt ist mal wieder Horror. Hatte ich noch nie so wirklich ein Horrorspiel. Und da würde ich mal sagen, wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr selber spielt. Und mal schauen, was wir uns beim nächsten Mal für ein kostenloses Spiel anschauen. Bis dann, macht's gut. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Alien Isolation. So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Bioshock. Hallo Assassinen, hallo YouTube, willkommen beim Let's Play von Assassin's Creed Unity. Hallo YouTube, willkommen zu Let's Play Far Cry 4 mit mir dem Halo. Mit mir dem Stringzerstörer. Hurra, ich mach euch alle fertig. Oh shit. Festhalten!